So, ich möchte anfangen und beginne mit folgendem Hadith. Der Prophet Muhammad sagte in Sahih Bukhari, Band 7, Buch 71, Hadith 621, das Fieber von der Hitze kommt von der Hölle. Der Prophet sagte, Fieber ist von der Hitze der Hölle, also lindert Fieber mit Wasser. Ist das wissenschaftlich fundiertes Wissen, was Muhammad uns hier beibringen möchte? Dass das Fieber, die Hitze des Fiebers, was wir in unserem Körper haben, von der Hölle kommt? Bestimmte Gelehrte, wie Ibn Hajar Imam Asqalani, sagten, der Hadith bedeute, dass die Hitze des Fiebers wie die Hitze der Hölle ist und dies wirkt als eine Ermahnung für die Menschheit in Anbetracht auf die Bestrafung. Das erwähnte Abkühlen mit Wasser dient lediglich dazu, den physischen Effekt des Fiebers zu lindern beseitigen. Generelle Bedeutung des Hadith. Es lässt sich sagen, dass der Hadith aussagt, dass der physische Effekt des Fiebers nur eine Reflexion des Höllenfeuers ist und dessen Nutzen darin liegt, Leute davor zu warnen, damit sie die Gesetzgebungen Allahs nicht überschreiten. Und für einen echten Gläubigen ist die Signifikanz des Fiebers, dass es als Sühne ihrer Sünden dient, so dass wenn sie ihren Herrn am Tage des Gerichts treffen werden, sie rein und frei von Sünden sind, so wie reines Gold frei von allen Schlacken ist. Und somit werden sie inshallah keiner Strafe in der Hölle unterzogen sein. Ibn Hajar Asqalani Fath al-Bari Band 2 Seite 19. Der nächste Hadith, den ich euch zeigen möchte, ich habe unendlich viele Hadithe gefunden, aber ich habe nur ein paar hier ausgewählt, damit ihr mal eine Ahnung habt, was für ein Schund sich eigentlich in den Hadithen befindet und dass das als Sahih eingestuft worden ist. Ich frage mich, wer diese Hadithe gedruckt hat und wer sie als authentisch befunden hat. Dieser Hadith hat es auch wirklich in sich, ne? Hier geht es darum, dass der Muhammad Probleme hat mit seiner sexuellen Lust und seiner Libido. Und der Allah hat sich ja seinem Propheten ja angenommen und hat ihn einen Topf voll mit Fleisch gesendet und der hat das gegessen. Auf einmal konnte der wieder sexuelle Handlungen vollziehen. Und das lesen wir in Ibn Sa'd Kitab al-Tabaqat al-Kubra, Band 8, Seite 200. Und da heißt es, Waqidi sagte, der Prophet Allah sagte immer, dass ich zu denen gehöre, die wenig Kraft zum Geschlechtsverkehr bekommen haben. Dann schickte mir Allah einen Topf mit gekochtem Fleisch. Nachdem ich davon gegessen hatte, fand ich jedes Mal Stärke, wenn ich die Arbeit machte. Hiermit ist natürlich der Geschlechtsverkehr gemeint. Und als ich den Hadith gerade gelesen habe, ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Allah sendet einfach einen Topf mit Fleisch. Muhammad isst diesen Topf. Auf einmal bekommt er wieder die Stärke von mehreren Männern, damit er sexuelle Lust bekommt. Das ist der Wahnsinn. Wie kann man das denn als Sahih einstufen? Oder wie kann man sowas überhaupt in den Büchern aufnehmen? Das ist ja nicht von irgendwelchen Islamhassern, diese Bücher. Das ist von Muslimen für Muslime. Und das muss uns zu denken geben. Ich zitiere ja nicht irgendwelche Islamhasser-Seiten oder islamkritische Seiten. Das ist aus euren Büchern. Und da müsste man sich sofort auf den Weg machen und seine Imame und Shiuchs zur Rede stellen, was das alles für Hadithe hier sind, die dem Propheten, also dem Muhammad ist ja für mich kein Prophet, die Muhammad zugeschrieben werden. Denn das kann ja niemand akzeptieren, der mit gesundem Menschenverstand an diese Quellen rangeht. Was die zweite Überlieferung im Tabakat von Ibn Sa'd betrifft, habe ich den originalen Text nicht gefunden. Muhammad bin Omar al-Waqidi ist schwach. Die authentische Ansicht ist die der Mehrheit, und zwar, dass eine Überlieferung absolut belegt ist, wenn es diesbezüglich viele Überlieferer gibt, oder durch die Eigenschaften der Überlieferer aufgrund ihres starken Glaubens, ihrer religiösen Hingabe und ihres starken Gedächtnisses. Manchmal kann eine Überlieferung auch aufgrund der bekräftigenden Beweise als absolut belegt gelten. Dies kann auch durch eine Gruppe, ohne einer anderen, entstehen. Ebenso gilt die Überlieferung, die von den Imamen akzeptiert oder praktiziert wird, der großen Mehrheit der Nachfahren und altvorderen Salaf als belegt. Ibn Taymiyyah Mashmu Band 18 Seite 48. Schauen wir mal, was die Bibel sagt. Exodus 15:22-25. Und Mose ließ Israel vom Schilfmeer aufbrechen, und sie zogen hinaus in die Wüste Schur. Und 3 Tage gingen sie durch die Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war bitter. Darum nennt man den Ort Mara, und das Volk murrte gegen Mose und sprach, was sollen wir trinken? Da schrie er zum Herrn, und der Herr zeigte ihm ein Holz. Und das warf er ins Wasser, und das Wasser wurde süß. Dort gab er ihm Satzung und Recht, und dort stellte er es auf die Probe.